Also wir sind jetzt in der Ukraine-Hilfe Klagenfurt. Ja. Was macht die Ukraine-Hilfe? Die Ukraine-Hilfe sammelt seit 7 Jahren Hilfsgüter, die sie in die Ukraine schickt, und zwar in Zusammenarbeit mit der Osteuropa-Hilfe Schweiz, die Kontakte raus hat. Die Ukraine-Hilfe besteht seit 1995 und wir machen das seit dem Juli 2014 und schicken also so 5 bis 8 LKWs mit jeweils 12, 13 Tonnen im Jahr in die Ukraine. Und was war Ihre Motivation, das zu übernehmen? Meine Motivation war, dass die Frau Janine das gemacht hat und mich einmal gebeten hat, ob ich ihr helfen könnte. Und ich damals gesagt habe, nein. Und dann ist sie überraschend gestorben und dann sind so viele Leute an uns herangetreten, dass das notwendig war. Und dann haben wir, die Frau Janine ist im September 2013 gestorben und im Juli 2014 haben wir das dann angefangen. Okay, perfekt. Das ist Danke für den alles. Einblick. Und es geht nur, und ich möchte das betonen, das Ja? geht alles nur mit Hilfe der Ehrenamtlichen, die wir bei uns in der Halle haben. Wir sind 14, 15 Leute jeden Dienstag. Und das sind Frauen und Männer, die jeden Dienstag ehrenamtlich hier arbeiten. Bitte, und das ist mal ganz wichtig. Es geht nur mit so vielen Leuten und mit diesen Leuten, sonst wäre es unmöglich. Ja, dann danke an die Danke auch. Freiwilligen. Danke. Ihnen.